Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit Medi-Divi. So, weiter geht's hier auf Feld 16. Wird Zeit, dass der fertig wird. Wir werden noch einen Abfahrer schicken und kein LKW, sondern du kannst dich, glaube ich, mal entleeren beim Lager Mitte. Eingang. Hier sollte ja noch ein zweiter Abfahrer drauf sein. Der dürfte dann den Drescher dann leer machen. Da können wir jetzt erstmal. So, Feld 46 ist auch durch. Du bist der auf 50. So, wo ist der andere Abfahrer? Da. Mit dem werden wir jetzt erstmal den Drescher leer machen. Dann haben wir zwei Abfahrer wieder zur Verfügung. Dann könnten wir einen nach 50 schicken und einen nach 16. Ab und zu bleibt er ja dann doch stehen. Aber erstmal machen wir hier den Drescher leer, dann kann der sich zusammenklappen. Eingang. So. Dann ist der schon mal unterwegs. Dann können wir dich auch. Nee. Wir haben keinen Wagen für ein Schneidwerk hier, da müssten wir den erst hier runterkommen lassen. Dazu werden wir uns aber mal hier vorne hinstellen. Sodass, wenn wir den Onimog hier hinschicken, er gar nicht mehr reinfährt, sondern geradeaus an der Straße stehen lassen. Schneidwerk drauf und dann weg damit. Den Kurs brauchen wir nicht mehr. Und wir löschen. Aber den Abfahrer sollten wir zumindest noch rauslassen. Und dann sollten wir auch den Flugfeld 76 in Gang bringen. So. Holst du noch großartig aus? Ja, ein bisschen. Aber geht. Dann stellen wir den hier vorne hin. So, dann sollte der Unimog, wenn er hier runterkommt, nicht reinfahren. Wo ist er denn jetzt? Feld 76. Na gut, dann gehen wir doch so rum. Da ist er doch. Ein weiter und wir wären da gewesen. So. Erstmal rauf aufs Feld. Und dann generieren. Der hier vorne dann anfangen. So, das Feld muss ja gemacht werden. Ja gut. Nächste. Er hat beim ersten angefangen, gehe ich mal von aus. Gut. Und ihr kriegt gleich noch Hilfe. Zurzeit nicht vonnöten, aber so. Du willst 60 oder 61 kalken. Kurs generieren. Ach, der fängt hier vorne an, das ist super.
Dann sind wir ja schon zu weit gewesen. So, erster Wegpunkt und leg los. Ist fertig. 46 war das. Gucken wir mal an. PA ist es nicht. Stickstoff. Warum das noch so rot ist? Schauen wir mal. Ich glaube, das braucht nicht so viel, ne? Aber ist voll. Das, was es braucht, hat es. Also. So, hier sind wir durch. 81, 51 könnte noch. Dann. Fahrzeug einsteigen, dann fahr weiter zu 51. So, du, was machst du hier? Ins Fahrzeug einsteigen. Du bist auch fertig. Gut, den hätten wir auch noch 51. Dann schicken wir dich im Feld weiter. 51. Dann kannst du 37 machen. So. Wer hat geklingelt? Du bist wieder zurück. Der fährt noch. Ist der erste auch schon da? Ja, der erste ist da. Dann würde ich sagen, den schicken wir nach 50. Und der muss ja beim Bahnhof abgeliefert werden. Bahnhof, so. Ist er schon mal am Fahren. Da kommt der zweite und der geht dann mit zu 16. Feld 16 und Lager Mitte ist ja richtig. So, dann eigentlich war der Abfahrer doch hier. Wo ist er denn jetzt? Da kommt er. Vielleicht können wir das uns ersparen, wenn der Abfahrer eher hier ist, so bei 60%, dass er dann den schon mal leer macht. Dann den Unimog müssen wir noch hinschicken. Der steht bei 50 irgendwo da. Müsste er stehen. Lass mich mal da rein. Und du kannst dann zu 72. Kommst du da weg? Oder stört dich der Baum? Nee. Weil hier dauert es nämlich noch ein bisschen. Und hier ist die nächste Lieferung Gülle angekommen. Haben wir diesmal entsperrt. So, Feld 61 oder Wiese 61 ist auch gut dabei. Sollte vielleicht mit dem hinkommen. Der hat sich nochmal aufgefüllt, ist immer gut. Und der sollte auch fast voll sein, oder?
Also jetzt könnte der Abfahrer auch hier stehen bleiben. Er müsste jetzt nicht laufend wegfahren, weil wir ja jetzt einen zweiten haben hier. So, können wir irgendwas... Wie sieht's denn mit Heizkraftwerk Strohpellets aus? Frage, haben wir hier welche? Strohpellets. Wir haben hier 500.000. Was braucht denn das Heizkraftwerk? Oder wie viel können wir da überhaupt anliefern? Das, Strohpellets läuft. Wir haben noch 160.000, würde ich sagen. Bis wir hier sind, sind die 15 auch verbraucht. Dann könnten wir hier sagen, er soll 160 aufladen. So, dann haben wir die Position auch weg. Okay, 160. 32 Paletten. So, ab zum Heizkraftwerk. Wir könnten Klärwerk Wasser, wir haben ja hier vorne die zwei LKWs stehen, den können wir einen wenigsten umrüsten. Dann kann der Flüssigkeiten fahren. Wassermolkerei zum Beispiel. Abwasser dann. Jetzt schreibt Molkerei braucht Wasser. So. Wo steht jetzt das Wasser drin, wenn wir bei Molkerei sind? Oben wahrscheinlich und nicht unten. Molkerei, Wasser. Wasser, sagt er, wird jetzt benötigt. So, Wasser ist hier, aber nicht hier unten. Aber hier steht dann Input ausblenden. Ich möchte aber nicht Input ausblenden. Das ist alles identisch hier. Das hat, glaube ich, nicht damit zu tun. Ja, ich riech's ja immer noch, warum er mir die Paletten nicht angezeigt hat. Dann fahr du mal. Wasser. So. Er wollte jetzt Wasser haben. Diesel ist vielleicht noch Schafstahl 2. Dann zu 79. Und dann Klärwerk. Ausgang.
Oh, der ist schon beim Heizkraftwerk angekommen, ist schon am Ausladen wahrscheinlich. Ja. Können wir dann ein paar Paletten mitnehmen? Weil so viel, wir dürften das nicht sein, ne? Leerpaletten, zwei Stück. Das lohnt sich noch nicht. Oder hat sich eigentlich noch nie gelohnt. Obwohl die ja hier voll am Laufen ist. So, Bretter, Textil. Also palettenmäßig sieht es momentan mau aus. Dann, komm, dann können wir die ja mitnehmen. Ist ja leer Paletten. Wer weiß, hier denken wir bestimmt nicht dran, dass wir hier noch 10.000 haben. Also nehmen wir die jetzt mal mit. Zentrallager Werkstoffe. So, Feld 37 düngen bitte. Ah, er speichert. Steht denn hier 3 Kurs generieren. 2 Vorgewände sollten ja reichen. Dann fahren wir den mal zum Startpunkt und kann der loslegen. Erster bitte. So, der wartet auf den Zeiger, der andere ist schon da. Na, der wird vielleicht sogar voll. Und dann kommt der nächste schon bei 60. Der bleibt, muss jetzt nicht so oft noch stehen bleiben, damit wir die Felder mal runter bekommen, weil wir haben noch welche. Ich hatte schon mal überlegt, ob wir uns einen zweiten Holmer holen, weil wir haben ja noch hier zum Ernten auf jeden Fall Zuckerrüben noch. Nur die Zuckerrüben, richtig? Das und das? Ja. Die Zuckerrüben noch ernten. Und das ist ja kein kleines Feld. Und ja, aber gut, was sollten wir mit dem zweiten Holmer? Wenn wir den gleich umswitchen nach hierhin und den neuen quasi hier drauf lassen, dann ist der bald auch ohne Arbeit. Und mit zwei Holmern auf einem würde ich jetzt erstmal nicht probieren. So, das wollte ich. So, steigen wir hier mal ein. Nochmal hinten die Klappe runter. So. Wir sind sofort weg. So, ein Tick noch.
auf damit. Bisschen schief. Das sollte jetzt aber gut sein. Ups, gehen wir hier rüber. So, Spanngurte dran und dann kann er zum Hof. Dann löst sich hier auch der Stau auf. Und er natürlich auch. Müssen wir den auch dann runternehmen, weil wir brauchen den ja nochmal, um das andere Schneidwerk bei 50 abzuholen. Oh, er ist aber gut vorangekommen, würde ich sagen. So, ist der andere Abfahrer weg. Erst noch, das ist gut. Du wirst dich wahrscheinlich doch noch auffüllen müssen. Feld 51. Alten löschen, kein Kurs generieren. Wir gab zwei Vorgewände und schicken den gleichen los, damit das Feld hier auch fertig ist und wir uns nicht noch darum kümmern müssen. Aber das große Feld mit dem Baumwolle müsste ja auch noch gekalkt werden. Und gedüngt natürlich. Feld 50 zu 61% abgeschlossen. Ja, da ist er gerade dabei. 61, jetzt sind wir schon bei 64. So, du hast die zwei Stapelpaletten auch noch abgegeben. Gut. Kriegen wir noch was rein? Ja. So, der steht da und er wartet, dass der fertig ist. Okay, der ist fährt sogar voll. Wir müssen aber mit dem Räumer dann nochmal, der hat eh keinen Sprit mehr. Der ist spritlos quasi. Weiß aber jetzt wiederum nicht, wo haben wir also. Ach, hier steht er, okay. Dann ab zu Feld 16. Und ZZ zügig. Der steht bei 78. Okay. Sehr viel Unkraut drauf. Die müssen wir alle noch bekämpfen.
hoffe, er hört jetzt nicht irgendwann auf. Er kann ruhig leer laufen. Tank leer, das dürfte er sein, ne? Sollte aber gleich mal den Abfahrer rufen. Ja gut, der wird jetzt eh nicht mehr. Der wird zwar kommen, aber hat ja kaum eine Chance, noch überzuladen. Bei der nächsten Rückfahrt vielleicht. So. Kann man hier rausnehmen. Dann einmal Wasser für den Schafstall, oder nicht? Ja, das müsste der hintere sein. Die Deichschafe 2. Mal sehen, was wir wegkriegen, ob der leer wird. Dann kann der nämlich gleich die Molkerei mit Wasser versorgen. Dann würde ich sagen, alles beim Gleichen. Und er ist leer. Molkerei. Ich glaube, es war mit Milch zusammen. Dann können wir die einfachen Punkte schon mal versorgen. Oh, er ist beim Hof fast angekommen. Wo haben wir den Unimog denn hingeschickt? Der ist nämlich noch nicht da. Der wird repariert, getankt. Hinter uns ist er nicht. Dann können wir ihn ja so suchen. Unimog, wo bist du? Da. Oh. Wer hat dich denn da so vom Weg abgebracht? Dann hat der Drescher dich einfach überholt, ohne Hilfe zu leisten. Und hier zwischendurch. Auf jeden Fall ist das Schneidwerk nicht runtergefallen, das ist schon mal was. Also sonst hätten wir den Drescher wieder hier hinholen müssen. Dann fahr du mal weiter. Und diesmal ohne Unfall, oder? Ohne vom Weg abzukommen. Wir wollen sich auffüllen, okay. Ich glaube, du solltest aber mit 51 fertig werden. Ja, die Runden-App, die hat er nicht so gerne. Der hat sogar in der Mitte noch einen roten Punkt. Wie ist der denn da hingekommen?
Weil wenn so eine kleine Ecke übrig bleibt, dann zeigt der die ja noch nicht mal an. Aber da liegt noch was. So, dann raus. Ich glaube, die Ecken. Hier wollte ich noch mal hin. Dann ist noch hier was 36. Hier wird er jetzt wahrscheinlich ein bisschen was spritzen noch. Ja. Aber der hat schon eine ganz schöne Menge verspritzt hier an Dünger. Ist ja jetzt nicht gerade großes Feld. Ja gut, hier ist noch weniger wie drüben. Aber hier ist auch ein Punkt. Wird er hier noch was streuen? So, dann achte weiter auf 36. So, jetzt müssen wir mal schauen. Oder ist der schon weg? Das wäre nicht gut. Ups, nicht in den Griff fallen. Unterfahrschutz hat keine Kollision, haben wir gesehen. Der ist nicht mehr da. Wo bist du? Oh, das ist er. Doch, ist er doch noch da. Der will weg. Nein, 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 nein. Wir haben doch schon Hilfe geholt. Der hat aber komplett sich zusammengeklappt. Gut, hatte gerade jetzt noch 1000 Sprengen. Reparatur ist eigentlich nicht so viel zu wollen. Nur der Tank. So, dann nächster Wegpunkt. Machen wir weiter. Wir müssen den zu irgendeiner Werkstatt schicken. Dass wir den immer sehen, dass wir den da haben und mal zum Haupthof. Na gut, der hat natürlich, wartet natürlich schon ganz schön lange. So, hier wird Wasser eingefüllt. Wie weit sind wir da? Ist das auch schon raus? Scheint wohl. Wir haben nur noch 4 Anzeigen, die wir nicht sehen.
Vielleicht sollten wir den auch wieder mal zum Sägewerk schicken. Aber ich sehe gerade, wir haben ja schon wieder so weit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Ciao, ciao.